Echt, die trauen sich kein bisschen. Die denken sich, ja, ich werf meine Axt, wenn der mir aber entgegenkommt, das stand nicht im Arbeitsvertrag. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Castlevania. Hier 93 Stufe und ja, die Affen rasen durch den Wald. Sie reißen Simon das Gesicht bald raus, die ganze Affenbande brüllt. Wir bringen den Simon um, wir bringen den Simon um, wir bringen den Simon um. Ja, hier sehen wir jetzt den Stage. Ich sehe es gerade nicht genau, weil da das FPS-Zeichen da ist. Ich glaube, das war Stage 13 oder Stage 15. Ich kann es nicht genau sagen, aber der Anfang ist fies, wo der diese zwei kleinen Affenkobolde, ich weiß, ich wechsle immer zwischen Affen und Kobolden und Kremlins, das sind jetzt einfach für mich die Affenkobolde, aber ich glaube, ich habe den Trick. Hey, na gut, wenn ich es richtig mache, dann kann ich beiden entgehen, indem ich einfach über sie hüpfe. So, ein Upgrade. Zack, zack, und noch ein Upgrade und ausweichen. Zack, zack. Ich glaube, was ich einfach öfters machen sollte, ist, verdammt nochmal, dass ich nicht so viel Schaden nehme, dass ich einfach mal auch mehr mal hüpfe. Ah, da war ein Stein, okay. Hätte ein Zentimeter fehlt. Dankeschön. Puh, die vorletzte Stage. Also ich meine, wenn ich es bis zum Ende schaffe, ich hätte jetzt sogar das Weihwasser, was ich weiß, das brauche ich, um gegen den Sensenmann anzukommen. Zack. Zack. Und hoch. Hinauf. In Höhen. Zack, zack. Jips. Irgendwo gab es doch, glaube ich, auch Wall Chicken, oder? Irgendwo. War das hier? Nein. Runter. Immer munter. Ey, die können doch einfach hier über... Genau, jetzt weiß ich, woran ich beim letzten Mal gestorben war. Da war ja die Kombination zwischen den Roten, den Steh auf. Ai, Shimama. Zwischen den Stehaufskeletten. Hep. Aha! Das ist der Trick. Zwischen den Stehaufskeletten und hier diesen Boomerang-Axtwerfenden Rettern. Ah, verdammt nochmal. Moment, hat der mir 4 Schaden gemacht? Ah, verdammte Kiste. Die machen alle so viel Schaden. Die haben doch einen Schaden, dass sie mir einen Schaden machen. Ich bin doch hier nicht schadenversichert. Wir sind hier. Okay. Welches Jahrhundert haben wir? Ich bin schlecht in Geschichte. Ich habe nicht so viele Bücher in meinem Leben hier angefasst. Ah! Ja, super. Hep! Ach, sie ist Shimama. Ja, spring mir doch hier in die Kehle, mein Freund, und bleib stecken wie ein Wolken und ich füge dich raus wie eine Katze. Zack. Autsch. Ah, leck mich doch. Die brauchen nur einen Treffer, um getötet zu werden. Aber ich nehme einfach wirklich zu viel Schaden. Ich stecke zu viel Schaden ein. Ist verdammt nochmal blöd. Einmal bin ich richtig weit gekommen, aber das ist jetzt sogar mein... Kann man eigentlich extra Leben sammeln? Oh, Unverwundbarkeit, nutz sie aus. Da unten könnte was sein. Vielleicht da in der einen Kerze. Ja, aber wirklich die Frage, gibt es hier sowas wie extra Leben? Ich bin genau auf sein Haupt gesprungen. Zack, der eine. Nix doch. Hehe. Also ich sehe ja sowas mit Unverwundbarkeit, ich sehe die Waffen-Upgrades, ich sehe Insta-Kills für alle Gegner auf dem Bildschirm. Nein! Hau doch ab, du verseuchtes Vieh, du. Gib mir das Herz. Echt, es ist besonders blöd. Ich habe mir von einem Tag oder so auf die Seite der Zunge gebissen. Das ist immer noch wund. Arsch, Mama. Wie ist das denn? Da muss doch was sein. Nein, nur ein großes Herz. Kann mir aber helfen, wenn ich eine Waffe hätte. Zack, komm her.
Ja, genau. Wirf deine Knochen ins Nirvana, wo sie niemand, kein Paläontologe finden wird. Ich glaube, das ist sogar das richtige Wort. Ich habe was richtig gesagt. Ey, Joe, das ist doch mal grandios. Geh weg. Zack. Okay, und du bist tot. Und du bist tot. Du bist auch tot. Frag sich nur, wie lange. Bam. Bam. Zack, zack. Ja, hier war Wohnschicken. Okay, das muss ich mir merken. Da war lecker Wohnschicken. Aber ohne Pommes. Oh, aber mit Pommes wäre es leckerer. Oder Soße ist sauer. Lecker, feini. So, jetzt kommen die Ritter. Hier werde ich jetzt wieder... Ich werde nicht gespawnt, weil ich keine Leben mehr habe. Zack, 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 zack. Komm her. Na warte. Komm her. Die Zeit läuft ab, aber ich will dich tot wissen. Ja. Bist du weg? Du bist weg. Gut. Ja. Ich bräuchte wirklich das Weihwasser, weil ich glaube wirklich, dass am Ende der Sensenmann auf mich wartet. Und ich weiß noch, das habe ich sogar in dem Video gesehen, der wird durch das Weihwasser, verdammt nochmal, wird er nämlich eingefroren. Der kann dann gar nichts. Zack, zack. Bist du jetzt da oder nicht? Okay, er ist tot. Hup. Aber die Axt lebt noch. Ist auch so eine Meisterkunst hier. Er stirbt, aber die Waffe, sie lebt weiter und kann mich trotzdem dann töten. Hoch. Ich will meine 5000 Schritte heute kriegen. Zack. Ja. Zack. Und zack. Du bist tot. Und zack. Und zack. Runter. Ja. Was? Wirklich? Was soll das hier darstellen? Irgendwie hier. Sehr. Ach so, das ist ein Regal. Ein Regal mit Flaschen oder sowas. Hep, zack, zack. Komm her. Ach stimmt, da war ja die Treppe. Die Treppe war. Nein! Hat er mir in die großen Zehe gebissen. Super, ich kann meine Waffen schneller schmeißen. Ich habe aber keine Waffe. Ich bin sowas von aufgeflogen hier. Alle ab! Ah, man merkt, es ist die vorletzte Stage. Ist nämlich sehr anstrengend, da kommt der Affen. Hep! Und hep! Jawohl. Man muss sich alles ganz genau merken. Wo kommen hier die Angriffe? Zack. Wo muss man ausweichen? Wo muss man hüpfen? Komm her. Ah, verdammt. Ich dachte, wenn ich still stehen bleibe, dann tut er mich nicht sehen. Bitte was? Ei, verbiebsch. Hat er mich hier mit seinen Moonwalk-Tricks. Hä? Ausgetrickst. Haha. Ich bin auch ein Trickser. Ich nicht mal 1. April. Für mich ist hier der 3. Oktober. Ist Halloween-Zeit. Ei! Er schmerzt im Herz. Und schmerzt im Hintern. Komm her. Und zack, zack. Genau, jetzt treffe ich dich mal in den großen Zeh. Mal sehen, wie dir das gefällt. Hälfte des Lebens. Das Leben ist schon halb an mir vorbei. Was habe ich hier erreicht? Was habe ich getan? Habe ich hier Frauen und Kinder bekommen? Nö, ich habe ja nicht mal ein Hobby gehabt. Das ist alles hier nur Arbeit. Hoch. Wirklich, irgendwann müssten dir die Knochen ausgehen. Mann, der menschliche Körper, der hat doch nur... Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? Irgendwas 300, glaube ich. Jeder kleine Knochen. Tot bist du? Tot bist du? Ah, nö! Na komm. Gut, das überlebe ich jetzt schon mal ohne einen Kratzer. Das ist wunderbar. Und ein Upgrade. Und ein weiteres Upgrade. Und hier ein bisschen Weihwasser. Ah, verdammt. Auf der doch mal. Doppelt getroffen. Dreifach getroffen. Vierfach getroffen. Hör doch auf. Es ist vorbei. Tot ist jeder einmal. Hey. Ah, verdammt.
Timing muss passen, dann kann man das hier überstehen. So, ein Upgrade. Ich rülpse. Und ich hole mir ein zweites Upgrade. Und ich hole mir das Weihwasser. Das Weihwasser, was ich brauche, um den Tod zu überwinden. Wenn ich ihn darin bade, dann denkt er sich, ach, heute ist mein Spa-Tag. Ich lass dich mal am Leben, Dude. Ha, komm her. Eins und zwei. Jawohl. Ein Hoch auf unendlich Continuous. Aber nervig, dass ich hier wirklich alles wirklich von vorne machen muss. Zack. Moment. Gib mir dann mal das Weihwasser. Hör auf zu hüpfen, du Sau. Weiter. Zack, zack. Nein, das wollte ich nicht. Aber wenn ich halt hochdrücke, dann nimmt er hier die andere Hand. Holt er sich dann aus der Hosentasche raus und denkt sich, ich beschmeiß dich mit heiligem Wasser. Das ist mein Duschwasser, ja. Ich bin selber heilig. Da halt das Abwasser, was ich hier fabriziere, das ist heiliges Wasser, gell? Das ist nicht die reine Art, aber es ist wirksam. Und wirf. Ah, genau, hast mich mal. Wirklich, hat er hier meine Wirbelsäule gekratzt? Ja. Braucht aber nicht gekratzt werden. Zumindest habe ich hier Herzen für meine Waffe. Gold. Von Gold kann ich mir nichts kaufen. Tot. Sapperlot nochmal. Heideblitz. Hep. Und hep. So, großes Herz, das ist geblieben. Moment. Und dann Upgrade. Zack. Großartig, wenn ich den... Und das... Autsch. Wenn ich mir sozusagen, während ich das Upgrade bekomme, kann ich hier den mit der verlängerten Peitsche schon erwischen. Ach, leck mich doch. Wirklich, ihr könnt mich alle mal. Was habt ihr davon, wenn ihr euch hier dem Dracula anschließt? Ihr werdet... Seid ihr unter seinem Schutz? Nö, weil ich meine, ich komme hier vorbei und ich töte euch trotzdem. Eins, zwei. Ist doch so. Also ich meine, Monster, die werden hier wahrscheinlich getötet, weil sie einfach Monster sind. Ja? Und ob ich jetzt... Und ob der Dracula jetzt da ist oder nicht. Komm her. Zack, 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 zack. Jawohl, ich brauche den Dolch nicht. Ich brauche heiliges Wasser. Ich geh mal durch, mein Freund. Es bleicht dir mal die Knochen wieder, dann siehst du besser aus. Findest du ein schönes Skelettweibchen, ne? Zack. Warte. Nein. Weg. Es ist... Hier überhaupt durchzukommen, ohne viel Schaden zu nehmen, ist für mich eine Herausforderung. Wenn ich, sage ich mal, zum Wall Chicken komme, dann habe ich was reicht. Dann kann ich vielleicht nochmal überleben. Okay. Erstmal du. Gut. Nein. Das ist nicht schön, das ist nicht fein. So soll's nicht sein. Weg da. Zack, und... Ach, das mag ich auch an Castlevania 64 lieber, weil da hat man verschiedene Heilmöglichkeiten. Entweder halb oder ganz. Weil das ist alles hier nur so halbmäßig. Ganz heilen geht gar nicht. So. Ah, okay, ich kann die zerstören. Komm her, schmeiß. In meiner Peitsche. Jawohl, bleib draußen. Wir müssen draußen bleiben, wir tödlichen Ritter des Untergangs. Zack. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich will die Axt nicht. Nein, behalt deine Axt. Das sind Werbegeschenke, die will keiner haben. Was soll ich mit der Axt machen? Ich habe mein Brotschneidemesser. Dankeschön. Okay. Wir haben Money. Wir haben Herzen. Haben wir auch die Zeit? Nicht wirklich. Die Zeit, die läuft voran. Für jeden. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ich bin aufgestanden und schon bin ich wieder tot. So sieht's aus. Zack. Runter, bevor er mich hier am Schlawittchen packt. Okay, jetzt aufpassen, da ist ja eine Treppe. Die Treppe muss ich nehmen.
zack, zack. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hep, zack, zack, zack. Ja, ja, ja. Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Jawohl, komm her. Zack, 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 zack. Es hilft zu wissen, dass ich die Äxte zerstören kann. Ah, da ist was. Okay, das sollte mir eigentlich die Ferse aufschneiden, aber ich habe Glück, es sind ein paar Pixel zu kurz. Zack, komm her, komm her, komm her. Zack, 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 zack. Ich bin Simon Belmont, der Peitschenschwinger. Echt, die trauen sich kein bisschen. Die denken sich, jojo, ich werf meine Axt, wenn der mir aber entgegenkommt, das stand nicht im Arbeitsvertrag. Okay, gehe ich dir aus dem Weg? Kann ich dir aus dem Weg gehen? Zack. Ach, leck mich. Kann ich hier sogar durch Winde schmeißen. Puh. Ich glaube, das wäre der letzte Raum und dann wäre ich beim Boss. Hoffentlich werde ich hier gespawnt. Ach nee, da war ich ja auch schon gewesen. Zack, zack, zack. Und du bist tot, 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 tot bist du. Ich brauche Nein! Das brauche ich nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte das nicht. Ach, verdammt nochmal. Wie soll ich denn... Autsch. Super. Jetzt fehlt mir das heilige Wasser. Bitte was? Ich habe das Upgrade in seinem Feuerball gefunden. Autsch. Hälfte des Lebens. Mir fehlt die Waffe, die ich brauche. Okay, ouch. Schnell aus dem Bildschirm, dann kann er mich nicht mehr erwischen. Jawohl. Ich hoffe einfach, dass ich das Weihwasser noch mal irgendwo kriege. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, Chicken! Jawohl. Gib mir das Chicken. Mit dem Chicken habe ich die Macht. Ah! Ach, leck mich doch. Ach, das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Auch noch hier mit Medusa-Heads. Es ist doch... Verdammt nochmal. Eine von den Sachen wäre schon genug. Aber all diese Sachen, das ist schon viel. Komm her, komm her. Großes Herz. Will ich haben. Hä? Hä? Schmeiß die Knochen? Ich weiß es auch. Ich weiß es aus. Ich tanze den Knochen-Samba. Alles klar, ohne einen Treffer. Das ist doch schon mal besser. Und ich habe auch die Waffe meiner Wahl. Ach, verdammt nochmal. Sonst bin ich so gut darin, hier Angriffen auszuweichen. Und ich bin durch. Leck mich, nein, ich bin weg. Hey, komm zurück, ich will dich lieb haben. Vergiss es, lieb haben sieht anders aus. Da fügt man sich die Knochen, die eigenen Knochen noch ein. Da gibt man vielleicht hier Knochen von jemand anderem, um zu zeigen, ja, du hast ihnen gedacht bei diesen Knochen, bei dem Anblick. Zack, zack, leck mich. Ja. Ich dachte mir doch, ich sehe da einen Haufen, aber ist es der Skeletthaufen? Eins, zwei. Wirklich, wie wird es bei der letzten Stage sein? Okay. Ja, 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 ja. Ein Treffer eingesteckt, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nein, nein, bleib da, bleib da. Nee, ich bleib nicht da. Du bist weg, 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 weg. Zack. Okay. Und du bist tot. Hep. Hör auf, du Kratzen. Ich stehe nicht auf. Das ist nicht mein Fetisch. Habe ich einen Fetisch? Schwimmanzüge. Da bin ich immer ganz offen. Die haben schon was. Man sieht ein bisschen Haut. Man sieht aber auch nicht. Man sieht ein bisschen Haut nicht. Aber man sieht die schöne Form. Oh la la. Die Form der Form. Mit Form fängt es ja damals schon an. Ah, verdammt. Mit Greis. Dreieck, Viereck. Und dann ist hier noch die... Ich habe vergessen, dass ich, was ich hier tun soll. Und dann gibt es hier noch hier die... Wie wird man es übersetzen? Die Sanduhrenform. Autsch.
bei der Frau. Hütete. Gib mir ein Upgrade. Da soll doch eigentlich heiliges Wasser drin sein. War aber nicht. Na, weißt du was? Töt mich doch. Töt mich doch. So, kommt her. Eins und zwei. Gut. Ich habe gehört, Konami hat vor, Castlevania wiederzubeleben. Da bin ich gespannt, welche Richtung sie da einschlagen, weil einmal haben sie es ja versucht mit dem Castlevania Lords of Shadows. Lords of Shadow? Lords of Shadow, so heißt es, oder? Ja, das habe ich ja selbst gespielt, beide Teile. War ja sozusagen eine Neuinterpretation der Geschichte. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, ouch, dass sie da wieder hier auf so eine 2D-Ansicht gehen, aber halt mit 3D-Animation. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie diesen Weg wieder einschlagen, einfach damit alte Fans das wieder kriegen, dieses Feeling, aber auch, dass neue Fans hier denken, oh ja, diese alten, also wie das hier, ja, das ist nicht so mein Geschmack, aber an sich, Castlevania wäre schon mal, wäre schon was. Okay, du bist tot. Und ich bin auch tot, wunderbar, es passt wieder. Komm her, komm her, komm her. Und hepp, und hepp. Puh, ich hoffe wirklich, dass das mit dem Weihwasser noch funktioniert. Ja, nämlich klar. Nicht, dass ich das dann umsonst hier wirklich behalte. Ich gehe hoch, hoch. Ah, leck mich doch. Nicht auf meinen Schoß. Sehe ich aus wie der Weihnachtsmann. Von mir kriegst du keine Geschenke, du kriegst nur Kohle in die Socken rein. Du bösartiger kleiner Affenkremlin, du. Affenkobold, Affenkremlin, Affenkremkobold. Zack. Und du bist tot. Und du bist tot. Nein, nicht den Rücken. Nicht den Rücken. Ins Nirvana sollen die Knochen. Zack, zack, zack. Eieieiei. Zipp. So. Was ich mir wieder so in Erinnerung rufen muss, ist, wenn ich hier meine Aufnahme mache, ja? Es muss nicht perfekt sein. Hä? Ah, verdammt. Ich sollte einfach versuchen, meinen Spaß zu haben. Auch wenn es wirklich mal anstrengend ist. Ich muss wirklich sagen, das Spiel, es macht Spaß. Komm her. Jawohl. Jawohl. Fast volles Leben. Ja. Das ist doch schön anzusehen. Hm? Es ist ja für mich immer noch, es ist ein Hobby. Ja, ich verdiene kein Geld mit diesen Videos, sondern daher, es muss nicht perfekt sein. Es muss gar nicht viel erreichen. Ich habe meinen Spaß, Leute haben ihren Spaß, dann haben wir alle unseren Spaß. Ist doch großartig. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, töte den Affen, töte den Ritter, töte die Axt, töte einfach alles. Alles. Hinfort, 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 hinfort und du bist draußen. Dankeschön. 1, 2, 3, strike, you're out. So, wie kriege ich dich jetzt? So, ouch. Nein, die Axt will ich nicht. Zack, 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 zack. Ja, ich kriege ein Herz, wenn ich deine Axt töte. Ich habe das Leben deiner Axt übernommen. So sieht's aus, mein Freund. So, da unten war ja, da rechts war ja, glaube ich, nur... Ich warte, bis du vorbei bist. Da war ja, glaube ich, nur Gold gewesen. Das brauche ich nicht. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Von da runter, 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 runter. Jawohl. Okay, du kannst mich mal kreuzweise. Hoch, 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 hoch. Lululululululu. Zack, zack, zack. Du bist tot, 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 du bist tot. Und auch die Axt ist tot. Ah, ich bin schon weiter. Sehr schön. Wunderbar, perfekt. Da oben war was. Nein! Ich bin tot. O-A-I-A-U. Puh. Das hätte jetzt schief gehen können. Da komme ich nicht hoch. Ich... Hey, wo war hier Wortschicken? Ach genau, das war bei dem nächsten Abschnitt. Komm her. Ja, ja. Hab ich das... Ich habe manchmal das Gefühl, dass die... dass meine Peitsche extra lang wird. Das ist nur, wenn ich dich sehe, mein Schatz. Ach, leck mich. Wirklich. Da werde ich hier von der Axt hier geschubst und dann fliege ich nochmal in die gleiche Axt rein. Das ist doch bescheiden. So, jetzt bin ich hier. Da oben. Der Sweet Punkt. Ich muss wirklich den... Ja. Ich muss den richtigen Punkt erwischen. Hä? Hä?
Damit ich nämlich hier nicht getroffen werde von den Feuerbällen. Tot, tot, tot. Dankeschön. Und Upgrade. Wunderbar. Aber ich habe meine... Ich habe meine Waffe verloren. Die Waffe, die ich brauche, um den Tod zu besiegen. Okay. Und schnell, schnell, schnell. Hep. Und hep. Ah, leck mich. Du kannst mich mal. Oh, ihr könnt mich alle mal. So, Watchkin. Fast volles Leben. Dankeschön. Und einmal hoch. Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwie so. Jetzt langsam und geschmeidig. Vielleicht ist hier irgendwo Weihwasser drin. Ach, leck mich. Ach, leck mich. Es ist echt. Ich hasse die Medusa-Köpfe, weil ich mich nicht hier auf alles konzentrieren kann. Hep. Ein Hep. Den ersten habe ich erwischt, aber den zweiten nicht. Warum auch immer. Ist hier noch eine Waffe? Ein Kreuz. Ja gut. Besser als gar nix. Kann ich dich vielleicht... Ach's. Ah! So wird das gemacht. Ich kann ihn von unten erwischen. Der ruft er mich nicht anschaut, jawohl. Zack, zack. So, ein bisschen volles Leben wäre schön. Zack, du kriegst gar nichts zwischen die Zähne, mein Freund. Du bist schon tot. Hä? Autsch. Ich kann ja auch Bumerang-Sachen werfen. Ich hasse die... Ich hasse die! Es reicht mir, wenn ich mich auf den Ritter konzentrieren muss. Aber nicht die auf die Medusa-Köpfe. Hep, hep. Hep, hep. Ah, verdammt. Macht nix, macht nix, macht nix. Wenn ich jetzt das Raw Chicken kriege, dann kann ich mich wieder auf... Gib mal das Upgrade. Dann kann ich mich das ja wieder aufbrappeln. Ja, das ist bescheiden. Wenn ich in dich reingehe, während du kommst von hinten, ich bearbeite was von vorne, wie schon der Schlappen her. Kann mich nicht aufteilen. Kann euch nicht allen hier genügend Aufmerksamkeit geben. Ja, ein bisschen mehr als drei Viertel vielleicht. Hep. Wie muss ich stehen, damit die mich nicht erwischen? Zurück. Und zurück. Vorwärts. Und zurück. Vorwärts. Und zurück. Und vorwärts. Und zurück. Vorwärts. Und zurück. Und vorwärts. Todesmambo. Hep. Hep. Das ist wohl die Strategie. Hä? Hä? Das sind aber jetzt zu viele. Was sagt die Zeit? Schon wieder eine halbe Stunde. Ein bisschen weiter bin ich gekommen. Ich bin jetzt ein bisschen besser, wenn ich dorthin kommen will. Dieser Teil mit den Medusa-Köpfen, da habe ich jetzt, glaube ich, auch einen gewissen Rhythmus raus. Das ist wirklich hier ein Tanz des Todes. Hier einmal vorwärts, einmal wieder zurück. Du musst drei Schritte zurückgehen, damit du zwei vorgehen kannst. Aber sobald ich halt einmal sterbe, habe ich das Weihwasser nicht mehr. Und ich denke, ich brauche das Weihwasser, um es wirklich hinzukriegen. Weil ich weiß, der Sensenmann, wie kämpft er? Der schickt hier seine Sensen raus. Den muss ich ausweichen. Ich muss den Sensenmann angreifen. Und wenn ich einfach das Weihwasser habe, dann kann ich den einfrieren und dann bam, 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 hier die Hucke vollhauen. Das ist mein Ziel. Ansonsten muss ich verdammtes Steppenglück haben, dass ich das irgendwie hinkriege. Gut. Meine Damen und Herren, ich hoffe dennoch, Ihnen hat diese Ausgabe von Castlevania gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss und goodbye.